gut, wenn man sehr selektiv ist. Ja, 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 ja. Ja, das ist total nicht gefällt. Aber es ist schon mal die andere Funktion. Ich mag es nicht. Ah, es geht los. Eins, zwei. Hallo Wien, hallo Österreich, hallo Welt. Willkommen zum Tonspur-Festival Streamers with Covid Sculpture live hier am Anita-Müller-Cohen-Platz im 2. Wiener Gemeindebezirk vor dem Haus der Wiener Wirtschaft, unweit des Praterstern und des Wiener Prater mit dem weltbekannten Riesenrad. Wir präsentieren Ihnen an insgesamt 4 Sonntagen im März, April und Mai Musikperformances in Wien lebender, namhafter Musikerinnen und Musiker an und über Benoît Maubrés interaktiver Lautsprecherskulptur im Format einer Pestsäule. Alle Konzerte werden live ins Internet gestreamt und sind somit weltweit simultan zu erleben oder als Aufzeichnungen nachzuerleben. Bitte besuchen Sie dafür die Streamers-Webseite streamers.covidsculpture.tonspur.at und merken Sie sich die folgenden Konzerttermine und Livestream-Termine am 10.04. und am 1.05. vor. Das von Tonspur Kunstverein Wien in Auftrag gegebene und von Chör Kunst im öffentlichen Raum Wien, dem Bundesministerium für Kunst und Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, der Wiener Wirtschaftskammer sowie weiteren Förderern finanzierte Skulpturenprojekt des US-amerikanischen Künstlers Benoît Maubré aus hunderten recycelter Lautsprecher, historischer Röhrenradios und Musiktruhen wurde am 28. Januar 2022 an diesem noch jungen Platz eröffnet und erfreut sich seither großer Resonanz, was uns natürlich riesig freut. Passanten vor Ort und überall auf der Welt können die Skulptur nutzen und sie durch ihre Partizipation den öffentlichen Raum hier am Praterstern beleben, ihn zum physischen und virtuellen Kommunikationsraum erweitern. Sie können die Skulptur anrufen und sich 3 Minuten frei ausdrücken. Sie können Tweets senden, die in Sprache umgewandelt werden. Oder sich via Bluetooth mit der Skulptur verbinden, um ihre Lieblingsmusik zu spielen und vieles mehr. Informieren Sie sich über alle Funktionen der Skulptur auf unserer Webseite oder besuchen Sie die Skulptur hier am Anita-Müller-Cohen-Platz, an dem sie einschließlich bis zum 1. Mai zu erleben ist. Sie sollten das nicht versäumen. Wir kriegen viele Zuschriften, die einen längeren Verbleib der Skulptur in Wien anregen, zumindest für diesen Sommer. Dies ist leider an diesem Platz nicht möglich, denn der erst 2019 eröffnete Anita-Müller-Cohen-Platz wird nach Streamers zu einer großen Grünfläche umgebaut. Doch zurück zum Heute. Mit dem Tonspur-Festival wollen wir eine Funktion von Streamers in den Mittelpunkt rücken, die nur im Zuge einer angemeldeten Veranstaltung erlebbar werden kann, nämlich die eines riesigen Lautsprechers, gleichsam einer sogenannten PA für Konzerte. Die Konzerte im Tonspur-Festival kommen ohne zusätzliche Verstärkung, bis auf Ausnahme dieses Gitarrenverstärkers, und ohne zusätzliche Lautsprecher aus, ebenfalls mit Ausnahme des Gitarrenverstärkers. Die Künstlerinnen und Künstler verwenden die Skulptur als Lautsprecher und passen ihre jeweiligen Live-Sets aus den Bereichen Elektronik, Elektroakustik, Klangkunst und Improvisation den gegebenen Möglichkeiten der Skulptur an und erwecken die recycelte Elektronik somit zu neuem akustischem Leben. Ich darf eine ungewöhnliche, aufregende und einzigartige Klangcharakteristik in jedem der insgesamt 10 Live-Sets versprechen und bin selbst sehr gespannt darauf. Den Anfang machten am ersten Festivaltag am vergangenen Sonntag, dem 20.03. bei recht ungemütlichen kalten Temperaturen Norbert Matt, Julian Siffert und im Duo Bernhard Leubner und Peter Seeli. Bei weitaus angenehmeren Bedingungen und mit einer Stunde mehr Tageslicht durch die letzte Nacht vollzogene Umstellung auf die Sommerzeit, erleben Sie heute Live-Sets Nummer 4 und 5
im Tonspurfestival Streamers Live. Beide Live-Sets werden wie schon vergangene Woche jeweils ca. 30 Minuten länger haben. Nach einer Umbaupause, die kurz ist, startet das nächste Set. In der Umbaupause kommt es zu einer besonderen Intervention via Telefon über die Skulptur. Der Burgschauspieler Markus Meyer, der schon zur Eröffnung von Streamers a Covid Sculpture am 28.01. aus Albert Camus Die Pest gelesen hat, wird in zwei oder drei aufeinanderfolgenden Anrufen ausgewählte Texte zur schrecklichen Lage in der Ukraine lesen. Wir wollen damit ein Zeichen der Solidarität setzen für das Unrecht und für die Verbrechen, die an der ukrainischen Bevölkerung verübt werden. Vielen Dank an Markus Meyer für seine Bereitschaft zur Mitwirkung. Nun aber zu den Protagonisten des zweiten Festivaltages. Gleich im Anschluss an meine einleitenden Worte wird Martin Sievert sein Live-Set spielen. Sievert, 1972 in Saarbrücken geboren, in Wien aufgewachsen und bis heute hier lebend, zählt zu den profiliertesten Musikern der österreichischen Szene und ist Mitglied verschiedener Bandprojekte, unter anderem von Radian. Er arbeitet als Gitarrist und Improvisator, aber auch als Komponist in akustischen und oder elektronischen Kontexten. Darüber hinaus ist er in zahlreichen Künstlerkollaborationen eingebunden und schafft Kompositionen für Theater, Tanz und Film. Auf Sievert und auf die anschließende literarische Intervention von Markus Meyer folgt das Live-Set der 1976 in Krajine, Slowenien geborene Maja Osojnik. Maja Osojnik ist Komponistin, Klangkünstlerin, Sängerin und frei improvisierende Musikerin, die sich in ihrem Schaffen verschiedenster klanglicher Mittel bedient, wie beispielsweise Stimme, Petzold-Bass, Field-Recordings, CD-Player, Radios, Effektpedale, Kassettenspieler und anderen elektronischen Lo-Fi-Musikinstrumenten jedweder Herkunft. In ihren Kompositionen verbindet Maja Osojnik ihre Liebe für einfache Songs, experimentelle, elektroakustische, abstrakte, alte und neue Musik sowie Elemente und Formen von Noise und Rock. Für ihre Live-Performances verwendet sie eigens gebaute Klangbibliotheken, wie beispielsweise die sogenannten Rejects, eine Bibliothek kaputter Klangabfälle, oder Broken Pianos, eine Sammlung der Klänge verstimmter Klaviere. Ich darf mich auch heute bei allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern für ihre Mitwirkung am ersten Tonspurfestival bedanken und bei der Kulturkommission der Leopoldstadt 1020 Wien für ihre finanzielle Unterstützung der Veranstaltungsserie Streamers Live. Darüber hinaus gilt folgenden Personen im Team Tonspur für das Festival mein großer Dank: Norbert Matt und Julian Siffert für die Klangregie, für das Livestreaming Heikel Ben-Buzid, für Social Media Hanna Schwegler, für Grafikdesign Dieter Auracher, für die Fotos des Festivals Sabine Groschup und für die Tonspur- und Festival-Webseite Frank Paul. Und last but not least bei Benoit Maupré und seiner wunderbaren Skulptur Streamers A Covid Sculpture. Es würde mich sehr freuen und mit mir natürlich die Künstlerinnen und Künstler, wenn wir uns am Sonntag, den 10. April zur gleichen Zeit um 17 Uhr, erneut physisch hier am Anita Müller-Cohen-Platz oder virtuell an den Monitoren für die Live-Sets 6 und 7 von Tiziana Bertuzzini im Duo mit Thomas Lehn und von Wolfgang Mitterer wiedersehen. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank. Bevor ich die Bühne freigebe für Martin Sievert und Maja Osojnik, möchte ich alle hier Anwesenden und alle, die uns an den Monitoren beiwohnen, um eine Minute Stille und des Schweigens bitten, um der schrecklichen Situation in der Ukraine zu gedenken. Unsere Veranstaltung findet in dem Bewusstsein statt, dass in der Ukraine durch Russland größtes menschenverachtendes Unrecht angetan wird, das für die Menschen unermessliches Leid bedeutet. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Vielen Dank. Nun bitte ich auf die Bühne Martin Sievert.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Extra Applaus für Martin Sievert, bitte. Martin Sievert, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Jetzt die bereits angekündigte literarische Intervention über Telefon, über die Skulptur durch Markus Meyer. Danke. Mein Name ist Markus Meyer und ich lese heute ein paar Gedichte von dem Autor Serhii Zadan und ich beginne jetzt. Seit 3 Jahren reden wir über den Krieg. Wir haben gelernt, über unsere Vergangenheit zu sprechen und über Krieg. Wir haben gelernt, Pläne zu machen, ausgehend vom Krieg. Wir haben Wörter, um unsere Wut zu äußern. Wir haben Wörter, um unser Mitleid zu äußern. Wir haben Wörter, um unsere Verachtung zu zeigen. Wir haben Wörter für Flüche, für Gebete. Wir haben alle unverzichtbaren Wörter, um uns in den Zeiten des Krieges über uns zu sprechen. Es ist uns sehr wichtig, in Zeiten des Krieges über uns zu sprechen. Wir können nicht anders, als in den Zeiten des Krieges über uns sprechen. Wir halten es für fahrlässig, über uns zu schweigen. Jeden Morgen reden wir über den Krieg. Wir stehen vor dem Spiegel und reden über den Krieg. Wir reden mit dem, den wir vor uns sehen. Kluge Worte, kluge und überzeugende. Kluge Fragen, kluge Antworten. Jeden Morgen erinnern wir alle an die Zahl der Gefallenen. Nachmittags freuen wir uns über das Sonnenfeuer vom Fenster, über das frische Gras, das die toten Steine durchbricht. Gegen Abend erinnern wir dann wieder alle an die Zahl der Gefallenen. Es ist uns sehr wichtig, alle an die Zahl der Gefallenen zu erinnern. Es ist uns sehr wichtig, dass wir es sind, die die Zahl der Gefallenen erwähnen. Es ist uns sehr wichtig, dass man die Zahl der Gefallenen von uns erfährt. Wir lassen niemandem eine Chance. Wir zerschneiden die Wirklichkeit mit der Gartenschere, geben ihr eine Bewertung, stellen ihr eine traurige Diagnose. Seit 3 Jahren verteilen wir Bewertungen. Seit 3 Jahren reden wir vor dem Spiegel. Man muss keine Angst haben, grausame Fragen zu stellen und vor unbequemen Antworten muss man auch keine Angst haben. Nur die einigermaßen Gefestigten sagen es laut, die weniger Gefestigten leise. Auf die Zahl der Gefallenen hat das jedenfalls keinen Einfluss. Kurt Heinicke, das Bild. Welt, wie du taumelst, an meiner ausgestreckten Hand vorbei, bunt und blutbefallen. Welt, es stürzt ein Schrei von Mitternacht gen Mitternacht, ein Schrei, o Welt, dein Schrei, deiner Mütter Schrei,
deiner Kinder schreiben. Heere wanken an roter Wand, rauchend und röchelnd sinkt goldenes Land. Heere wanken und steigen und gehen. Ewig Heere, Kriegerheere, Mütterheere, Menschenheere, taumeln, fallen, gebären und stehen. Hände kämpfen und bluten und flehen. Hände, Leiber und Angesichte, gelb im vergifteten Lichte der Tage. Stürze, o Welt. Ich will nicht an den Wänden stehen, o meine Brüder. Ich will untergehen. Ferdinand Sagan. Ein Bekannter hat sich freiwillig gemeldet. Ein halbes Jahr später ist er zurückgekommen. Wo er war, weiß keiner. Wovor er Angst hat, sagt er nicht. Aber er hat Angst. Es scheint sogar, er hat vor allem Angst. Als er ging, war er ganz normal. Vielleicht hat er ein bisschen viel geredet über alles Mögliche, über alles, was er zu Gesicht bekam. Zurück kam er als ein völlig anderer, als hätte ihm einer seine alte Sprache genommen und keine andere gegeben. Jetzt sitzt er den ganzen Tag auf dem Bett und lauscht den Dämonen in seinem Kopf. Der erste Dämon ist zornig. Er kocht vor Wut, will alle Lebenden bestraft sehen. Der zweite ist demütig, redet von Vergebung, spricht leise, berührt das Herz mit Händen, an denen Schwarzerde klebt. Doch der dritte Dämon ist der schlimmste. Er gibt beiden Recht, bestätigt, widerspricht nicht. Wenn er geredet hat, kommen die Kopfschmerzen. Sagan. So eine Familie sind Sie jetzt. So sind Ihre Familiengespräche. Sie haben ausgemacht, nicht zu streiten, um den August irgendwie durchzustehen unter dem Beschuss. Deswegen sprechen Sie nicht über Politik, um nicht zu streiten. Sprechen Sie nicht über Kirche, um nicht zu streiten. Sprechen Sie nicht über Gott, um nicht zu streiten. Sprechen nicht über Angehörige, die gegangen sind. Sprechen nicht über Freunde, die geblieben sind. Sprechen nicht über den jungen Kerl aus dem Haus gegenüber, der an der Front ist. Sie erwähnen Ihren Nachbarn. Den Nachbarn? Ja. Der Nachbar ist tot. Der Nachbar tut Ihnen leid. Gott ist zwar auch tot, aber irgendwie tut er einem nicht leid. Absolut nicht. Lao Tse. Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden leben. Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben. Damit es Frieden in den Städten gibt, müssen sich die Nachbarn verstehen. Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt, muss im eigenen Haus Frieden herrschen. Damit im Haus Frieden herrscht, muss man ihn im eigenen Herzen finden. Vielen Dank, liebes Publikum. Das war Ihr Markus Meyer. Ja, bitte. Applaus für Markus Meyer für die literarische Intervention hier in der Umbaupause.
Ein Hinweis, Markus Meyer wird ab heute regelmäßig über die Skulptur lesen, Texte zur Lage aktuell, der so traurigen, schrecklichen Lage. Die Texte werden aufgezeichnet oder die Lesungen und sind über die Webseite auch nachhörbar, streamers.covidsculpture.at. Jetzt aber die Bühne frei für Maya Osojnik und ihr Live-Set, das zweite am heutigen Tag. Ich darf schon etwas vorwegnehmen, es wird noch eine Zugabe geben, die Maya dann selbst ankündigt nach ihrem Solo-Set. Sie dürfen gespannt sein. Maya Osojnik. Nichts sonst los, sonst nichts los, 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 nichts sonst los, s
Wir sind ein missgelungenes Kind. Ohne Vernunft, wir tanzen über eure Leiden. Natürlich haben wir versagt, so steht im Plan. Wir sind die beste Liga, wir können alles, wir sind die Reichen. Wir sind diejenigen, denen man alles verzeiht. Wir können sich das leisten. Wir sagen alles ab und fressen euch die Straßen leer. Ja, wir sind bereit. Wir haben die Macht, aber wir wollen mehr. Schneller, schneller, besser, klarer, höher, steiger, leichter, werden, stärker, schlagen, schöner, scheiße, größer, Brüste, kleiner.
I'm repeating it all, replacing the forgotten with a self-invented. My heart beats so loud, I can't even hear my voice. And I'm thinking, perhaps I will lose my heart on this. And then I get lost in you, while you draw silently impromptu maps on my hungry skin. I undress my distance. Beneath layers of fear, naked and liquid, the borders of our bodies become unclear, and we exchange breathless kisses into sleep.
for use like any other fugitive, 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 for you 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 like any other fugitive. Applaus für Maja Ossoynik. Vielen Dank. Jetzt kommt es zu einer unangekündigten und ungeprobten Zugabe. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, dass, weil es ist selten, dass wir einen Tisch teilen, aber wir teilen zum Beispiel einen Gang als Nachbarn. Und wieso sollen wir uns einmal einfach nicht den Tisch teilen und nur spielen zusammen in einem kurzen Set? Also ich lade Martin Sievert zu mir. Martin Sievert und Maja Ossoynik im Duo. Unangekündigt und ungeprobt. Danke euch beiden. Und danke für Ihr Kommen schon jetzt. Am 10.04. geht es weiter mit dem dritten Tag. Das Programm können Sie dem Plakat entnehmen, im Internet finden. Kommen Sie wieder, machen Sie fleißig Werbung. Hoffen Sie, dass das Wetter so wird wie heute. Wunderschön. Und dann haben wir einen weiteren tollen Sonntag gemeinsam. Danke sehr.
Thank you.
Oh.